lieben Filmfans und fucking Freaks, ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal, ein weiterer Tag. Ja, tatsächlich hat mich Slane McGrath getaggt. Entschuldigt bitte, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen und deswegen auch erst zur späten Zeit dieses Video. Ja, ich konnte vorher, war ich nonstop nur am Husten. Also, wie gesagt, entschuldigt mich, wenn ich ein bisschen eine raue, belegte Stimme habe oder ab und zu mal abhuste. Ich wollte es jetzt auf jeden Fall mal drehen, damit nicht noch mehr Zeit vergeht und der gute Slane denkt, ich würde das nicht in Anspruch nehmen. Erstmal vielen Dank fürs Taggen. Fragen habe ich hier, ja. Ich benetze noch ein bisschen meine Kehle und dann würde ich sagen, starten wir direkt. So, Frage 1, die sind auf jeden Fall schon mal alle nummeriert, dass man da nicht durcheinander kommt. Scherz. Tommy versteht das. So, erstens, kleine persönliche Warm-up-Frage. Wie viel Einfluss hat YouTube auf dein Leben? Gelegentlicher Spaß, lockeres Hobby, Zweitjob oder gar Lebensinhalt? Ich würde mal sagen, so eine Mischung aus den ersten beiden Bezeichnungen. Gelegentlicher Spaß auf jeden Fall. Lockeres Hobby würde ich eher nicht sagen. Es ist doch, je nachdem, sehr zeitaufwendig. Und es ist eher ein zeitaufwendiges Hobby, würde ich sagen. Und Zweitjob. Nee. Lebensinhalt. Nee, also ich hätte auch gar keine Probleme, von jetzt auf gleich einfach zu schließen. Cut, zack, fertig und gut ist. Also wie gesagt, auf jeden Fall, es soll Spaß machen und es ist definitiv mein Hobby, ja. Zweitens, gibt es noch Filmhelden? Schwarzenegger, Stallone, Willis, Weaver. Damals gab es ikonische Helden, Heldinnen in Filmen, die Garant für Qualität waren. Warum findet man keine jungen Nachfolger auf der großen Leinwand mehr? Oder ist dies ein Irrtum? Da bin ich, glaube ich, wie mit den meisten auf jeden Fall eine Meinung. So Garanten wie damals gibt es heute nicht mehr. Ja, es gibt, es wurde ja auch schon erwähnt, The Rock oder Statham. Ja, ich meine, das sind auch Namen, große Namen, aber vielleicht noch Tom Cruise, aber der geht ja auch schon auf die 50 zu oder ist schon 50. Wen haben wir denn noch? Vin Diesel. Aber das sind nicht alles so, die irgendwie alle zwei Jahre mal so die fetten Karlauer raushauen, ja? Also von meiner Seite aus gibt es gar keine Filmhelden mehr, ja? Also ich bin da eher Fan von der guten alten Zeit. Und gerade die hier aufgezählt worden sind, ja, das ist, da kannst du eigentlich zu 90% sicher sein, dass die Filme immer geil sind und von daher gibt es für mich keine Neuzeithelden, definitiv nicht. Drittens, Trailer, spoilern zu viel, spoilern zu viel, führen in die Irre, zeigen Szenen, die im Film nicht vorkommen, vermeiden oder egal und waren sie damals besser? Trailer waren damals definitiv besser. Ich finde, viel epischer umgesetzt. Auch teilweise wurden sie ja auch synchronisiert, ja. Ich lasse vielleicht mal gerade jetzt für ein paar Sekunden was laufen. Wenn Sie heute nach Hause gehen, hüten Sie sich vor Steve West, denn die Begegnung mit ihm ist auch tödlich für Sie. Der Planet Saturn lässt schön grüßen. Und sowas zum Beispiel, ich finde, das sieht viel, viel geiler aus, viel, viel epischer, auch wenn das vielleicht ein Trashfilm ist heutzutage, ja, aber sowas war doch damals viel, viel geiler. Heute wirst du irgendwie zugeschissen, erst kommt ein Teaser, dann kommt Trailer 1, Trailer 2, womöglich noch Trailer 3, dann kommt ein finaler Trailer, wie viel denn noch, ja? Ich meine, natürlich muss man sich das alles nicht angucken, aber du wirst heutzutage so zugeschissen.
Auch wenn vielleicht irgendwie die Hauptdarsteller irgendwie einen Instagram-Account haben oder so, ja, dort werden dann auch noch mal vielleicht irgendwie Fotos vom Set oder so gezeigt, ja. Du kannst einfach alles sehen, wenn du willst, und das auf Knopfdruck, ja, und das ist irgendwo schade. Spoilern zu viel, ja, teilweise führen in die Irre oder zeigen Filme, Szenen, die im Film nicht vorkommen, in die Irre führen, ja. Das war zum Beispiel bei mir persönlich bei Babadook so. Da habe ich echt gedacht, so, boah, das ist so ein Haunting House Film mit so einem Vieh. Ja, und dabei war das eigentlich echt nur ein Familiendrama, wenn man so will. Also, Szene, die im Film nicht vorkommen, das ist mir persönlich erstmal bei Evil Dead aufgefallen, wo die Alte da im Keller ist und dann so aus der Kellerluke rausguckt und dann so sagt, wir werden dich kriegen oder irgendwie sowas. Und das war nachher in der im fertigen Film gar nicht zu sehen. Ja, das ist mir direkt aufgefallen, weil ich mich auf diese Szene so gefreut habe, weil die richtig psycho rüberkam. Aber ich glaube, die war dann später im Extended Cut, meine ich, drin. Aber da ist mir das erste Mal aufgefallen, wo ist eigentlich die Szene hin, ja. Was ich aber auch schon mal gehört habe, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass teilweise die Regisseure auch extra einen Trailer oder Teaser drehen, ja, und dann erst mit dem Film anfangen. Auch bestimmt, keine Ahnung, habe ich auch schon mal gehört. Nur mal so nebenbei gesagt, ja. Dann viertens, Kinoärger. Schärfere Regeln im Kino wie Handyverbot und Lärmsecurity. Sollte es geben oder ist das völlig egal? Handyverbot ist eigentlich heutzutage, zumindest in den Kinos, in den Kinoketten, wo ich reingehe, ist das eigentlich Standard, sage ich mal. Bevor der Hauptfilm kommt, wird immer auf der großen Leinwand gezeigt, von wegen, also nicht direkt Verbot, aber von wegen leise machen, ja, oder im besten Fall aus. Finde ich definitiv gut, weil das ist einfach störend, ja. Ich meine, das Licht wird runtergedreht und du hast halt nur dieses Licht von der Leinwand. Und ja, wenn dann da jemand sein Handy irgendwie hier entsperrt, dann leuchtet das und dann guckst du automatisch hin, wie so eine Motte, die ins Licht will. Das ist auf jeden Fall störend. Lärm-Security, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, aber ich war schon in Vorstellungen, wo Leute einfach gekichert haben, wie so ein paar Blöde, an Szenen, wo es nichts zu kichern gab, oder einfach sich lauthals unterhalten haben. Da sind welche hingegangen, sind aufgestanden und haben den Leuten, die da, also den Kinopersonal, Bescheid gesagt. Und dann wurden die ermahnt, im schlimmsten Fall haben sie dann tatsächlich den Kinosaal verlassen, ja. Also sollte es definitiv geben, ich meine, da hat jeder das Recht, den Film in Ruhe zu genießen, meine Meinung. Es tut mir leid wegen dem Husten, ja. So. Fünftens. Bootleg, DVDs, Blu-rays, gut oder böse? Heldenhafte Aktion, die den Labels zeigt, was die Fans sich wünschen, oder kriminelle Raubkopierer, denen das Handwerk gelegt gehört? Heldenhafte Aktion, ja, ist ein bisschen überspitzt gesagt, sage ich mal. Viele argumentieren ja, wenn die Label es nicht auf die Reihe bekommen, dann muss halt ein Bootleg her. In allererster Linie, bevor ich darauf eingehe, möchte ich mich natürlich nicht freisprechen. Ja, ich habe auch ein oder zwei Hände voll Bootlegs zu Hause. Damals noch aus einer Zeit, wo ich unwissend war, aber auch manchmal gezielt. Ja? Also wie gesagt, ich möchte mich nicht davon freisprechen. Wie gesagt, dieses Argument, was einige sagen, da muss ich leider manchmal immer mit den Augen rollen, weil das halt einfach nicht so einfach ist, ja. Dort geht es meistens immer um die Filmrechte und
Die kann man sich, glaube ich, entweder für immer oder für mehrere Jahre einkaufen. Meistens gehen dann die Rechte wieder an den Urheber zurück, also an das Ursprungslabel. Oder es wird dann wieder weiterverkauft, je nachdem. Und manchmal ist es aber auch nicht so ganz klar, wer die Rechte gerade hat. Es können natürlich auch irgendwelche Millionäre, irgendwelche hochbetuchten Privatpersonen können auch Filmrechte kaufen, ja. Die das dann zum Beispiel nicht rausrücken wollen. Oder es gibt auch welche, die einfach Unsummen verlangen an diesem Film, wenn denn jemand vermarkten will. Und dann kann das Label diese Einnahmen überhaupt nicht wieder reinbekommen, ja. Also es ist halt einfach eine rechtliche Sache, die manchmal nicht geklärt werden kann, ja. Und von daher können die Labels da nicht viel machen. Es ist einfach so. Aber definitiv, es sind Raubkopien, ganz klar. Ich meine, ich kann mir auch irgendeinen VHS-Titel nehmen, den es nicht auf DVD und Blu-ray gibt, den auf den Rolling brennen, ja, mich ein bisschen mit Foto, PowerPoint da beschäftigen, irgendein Label hinknallen, das schön ausdrucken, das schön 50 Mal machen und dann mich auf der Börse hinstellen und dafür 15 bis 20 Euro verlangen. Das ist leider strafbar, ja. Sobald du mit dieser Scheiße Geld verdienst, bist du ein Verbrecher. So ist es halt. Und ja, aber wie gesagt, ich bin natürlich nicht ganz unschuldig davon. Aber das ist ja halt meine Meinung dazu. Aber was heißt jedes Mal? Also ich habe ja jetzt letztens auch welche gekauft und es ist trotzdem immer ein fader Beigeschmack. Und ja, wenn man das so sieht im Regal, weißt du halt selber so, es ist nichts Offizielles. Aber wenn diese Sachen definitiv mal offiziell rauskommen, werden die definitiv nachgeholt, also das auf jeden Fall. Und dann, ja, keine Ahnung, werde ich vor der Kamera die Bootlegs verbrennen, ja. wenn ihr das so wollt, dann mache ich das. So, sechste Frage. Aktuelle Zensurpolitik in Deutschland. Auf und ab wie starker Wellengang. Erst eine Welle von Listenstreichung und Neuprüfung. Dann aber Zensur von Filmen wie Brawl, ja, schöne Grüße an Patrick, Brawl on Cellblock 99 oder Avengement etc. Was steckt deiner Meinung nach dahinter? Also, ich muss sagen, ich finde, dass die FSK in den letzten Monaten, Jahren ziemlich locker geworden ist und ich denke, es kommt auch immer drauf an, wer da gerade so der Prüfer ist. Ja, wenn da einer irgendwie einen Furz quer sitzen hat, der sagt direkt, nein, gekürzt, wird gekürzt oder muss gekürzt werden. Ja, die FSK kürzt ja nicht. Zu Brawl und Cellblock 99 kann ich nichts sagen. Ich habe den zwar in der Sammlung, aber noch nicht gesehen. Avengement, musste ich nachgucken, welcher Film das ist. Das ist Scott Adkins, glaube ich, heißt er. Kann ich auch nichts zu sagen, auch nicht gesehen, aber anscheinend wurden diese Beispiele genommen, weil es wahrscheinlich nicht so krass ist, ja. Aber so ist es nun mal. Es gibt Horrorfilme, die ab 16 sind, ja, die splattern nur vor sich hin, wo dann jeder sagt so, ach so, das geht, ja, aber ein anderer Film geht dann nicht. So ist es nun mal, ist ja scheißegal, also einfach importieren oder geht auf eine Börse, dort kriegt er meistens immer die ungekürzten Fassungen oder ja, einfach mal ein bisschen warten. Nicht immer direkt alles am Anfang haben und dann klappt das schon. Siebtens, deutscher Release. Es gibt Filme, die nie eine deutsch synchronisierte Veröffentlichung erhalten haben, vor allem aus dem Horrorbereich. Was ist da deine Meinung und gibt es Wunschfilme, auf die du noch hoffst? Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir da nichts zu ein. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube nicht. Also vor allen Dingen nie eine deutsch synchronisierte Veröffentlichung. Zum Beispiel, es gibt ja das Label Midori Impuls.
die ja viel asiatisches Zeug rausbringen und das ist meistens immer original mit Untertiteln. Das kann man natürlich mal so sehen. Natürlich ist es auch wieder mal eine Kostenfrage, ja. Gerade die Synchronisation eines Films ist ja sehr, sehr teuer. Und ja, also viele sagen ja, egal, Hauptsache der Film ist da. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit einen Film zu lesen. Ja, also ich möchte den schon gerne deutsch synchronisiert haben. Und ich, also wenn man jetzt zum Beispiel die Asia-Filme als Beispiel nehmen, finde ich, habe ich mich schon damit persönlich abgefunden, dass die deutsche Synchronfassung nicht so toll ist. Ja, und die meisten Blödel-Asia-Splatter-Filme, da passt das sogar, finde ich. Ja, aber wie gesagt, also Wunschfilme. Irgendwie habe ich die Frage ein bisschen übersehen, sonst hätte ich mich da mehr rein. Obwohl, Moment, es gibt einen auf VHS, der hatte ziemlich gute Effekte. Alien Terror oder so. Ich blende das hier vielleicht mal irgendwo ein. Da würde ich mir wünschen, mal, dass es da einen Release gibt. Also den gibt es auf jeden Fall mit deutschem Ton, aber ja, das wäre so ein Wunschfilm, auf den ich hoffen würde. Ja, habe ich doch was gesagt. Achtens. Stars auf Conventions, Geld zahlen für Autogramme, Fotos und Händedrücke. Geldmacherei oder sinnvoll? Ja gut, ich meine, fürs Händedrücken zahlst du jetzt kein Geld, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen übertrieben gesagt. Es sagen ja auch immer viele, dass dieses Geld, was man dafür zahlt, dass das den Stars in die Tasche geht. Ich glaube ja eher, dass das die Convention bekommt. Und zwar, ich meine, der Star, der muss, ja, der bekommt eine Gage, denke ich mal. Es ist jetzt alles eine Vermutung, ich weiß es nicht korrekt, ja. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal blind eine Theorie auf. Der Star muss eine Gage bekommen, der muss einen Flug bezahlt bekommen, ein Hotel, keine Ahnung, noch irgendwelche Sonderwünsche auf dem Zimmer, bla bla bla. Und dann werden halt so Sachen wie zwischen 30 und 120 € irgendwie veranschlagt. Weil je nachdem, welcher Star das ist, ich denke mal auch, umso höher sind die Ansprüche vielleicht von dem Star oder man muss diesen Star halt locken, ja. Da ist halt das Motto, Geld regiert die Welt. Ob meine Vermutung jetzt so richtig ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist mir auch scheißegal. Ich hatte auch mal die Einstellung so 30 € für ein Autogramm hier. Aber dann habe ich das einmal gemacht, ja. Ich glaube, es war tatsächlich Dieter Laser, ja, von Human Centipede. Da habe ich gedacht so, boah, du findest den Film so geil. Und da hatte ich dann meine Edition von zu Hause hier mitgenommen, hat mir das unterschreiben lassen. Und irgendwie ab da, pack, hat's mich erwischt, ja. Das heißt jetzt nicht, ich will irgendwie von jedem Star oder so, will ich ein Autogramm haben oder ein Fotoshoot oder so, ja. Aber ich denke mir, wenn mir ein Film besonders gut gefällt und der Star dort drin auch, wann bekommst du nochmal diese Gelegenheit, ja? Und wenn du kannst ja auch darauf hinsparen, ja? Ich meine, man geht hart arbeiten für sein Geld. Dann legst du dir einfach, keine Ahnung, so Conventions ist einmal im Jahr, sag ich mal. Dann legst du dir einfach pro Monat einfach 10 € beiseite oder so oder verkaufst ein paar Sachen. Dann hast du ein bisschen Geld in der Tasche, ja. Und dann kannst du es ja auch da verprassen. Ich meine, du sparst ja darauf hin. Das ist ja vielleicht auch eine Sache, wo du dich dran erfreuen kannst oder wo du dich drauf freust. Ich muss sagen, da tut mir das Geld auch nicht weh, ja. Da hast du eine coole Erinnerung bei. Also ich finde das mittlerweile wirklich in Ordnung. Einige Sachen fand ich dann doch sehr fragwürdig, ob man da wirklich so viel Kohle für verlangen kann. Aber naja, es muss halt jeder selber wissen, ja, ob er es macht oder nicht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, geht einfach mal auf eine Convention, egal welche, und schaut euch das einfach mal an.
Nehmt einfach mal ein bisschen Taschengeld mit und mal gucken, ob es euch gefällt. Ja, einfach mal hingehen und schauen. Und ihr müsst ja auch nicht immer direkt irgendwas bezahlen. Wenn die irgendwie da an den Tischen sitzen und da irgendwie gerade Autogramme geben, dann kann man sich die auch mal so von 2, 3 Metern Abstand ein bisschen angucken, ja. Also, Frage 9. Qualität in Hollywood. Remakes, Reboots, Sequels, Prequels, ohne Seele, völlig egal oder kaum noch erträglich. Wenn dagegen, Lösungsansatz. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Da sind bestimmt welche dabei, ohne Seele, definitiv, aber es gibt definitiv Remakes, wo ich die ich favorisiere. Oder egal ob jetzt Remakes, Reboots, ja, es gibt irgendwelche, ich sag jetzt mal allgemein, Neuverfilmungen, die mir definitiv besser gefallen als das Remake. Und natürlich, so gesehen, gab es das auch eigentlich schon immer, ja. Nur halt nicht in so einem Ausmaß wie heute. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel letztens einen Trailer gesehen. Da wurde jetzt schon wieder Charlie's Angels verfilmt. Da frage ich mich dann so, okay, könnt ihr von mir aus machen, wenn ihr wollt, aber was habt ihr euch da für Hühner ausgesucht? Entschuldigt mal, ja, das sind doch so dünne Hungerhaken, ey. Und dann diese Kampfszenen, ihr könnt doch da nie im Leben mit so einem Kick da irgendwelche Leute umhauen. Vorher brechen euch da die Streichholzbeinchen ab. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, um jetzt mal bei Charlie's Angels zu bleiben, ne, das gab es ja schon mit Cameron Diaz und Co. Das fand ich definitiv geil. Es war teilweise übertrieben, ja, aber es war gute Unterhaltung, es hatte Witz, coole Action und da hat man das den Ladies auch abgenommen, ja. Aber wie gesagt, es ist mir völlig egal. Sollen sie es machen? Entweder gucke ich es mir an, wenn mich das Thema interessiert oder auch nicht. Aber ja, wie gesagt, also dagegen bin ich nicht. Sollen sie einfach machen. Entweder fruchtet es oder es floppt. Und wenn es floppt, dann ja, haben sie halt die Arschkarte und haben umsonst Geld verpulvert. Und eventuell haben die Schauspieler dann noch einen tollen Ruf, ja. So, dann kommen wir zu der 10. Frage. Die lese ich jetzt kurz vor und dann muss ich kurz Pause machen, weil ich habe mir dazu ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja? Also, Political Correctness. Wie ist deine Meinung zum aktuellen Einfluss der SJW und Third Wave Feminismus-Szene in der aktuellen Kinowelt und Unterhaltungsindustrie allgemein? In Klammern, es betrifft ja auch Comics und Games. Oder ich versuche währenddessen das ein bisschen zu machen, weil mein Handy funktioniert nämlich nicht mehr so gut. Ja, Comic, ach, es klappt. Zu Comics kann ich da gar nichts zu sagen. Die aktuellen Comics, da bin ich absolut nicht drin, ja. Wo ich das gerade hier liegen habe, ich bin noch Fan dieser alten Schinken hier, ja. Ups. Entschuldigung. Ja, und zu Games, da fällt mir jetzt im Moment nur ein. Entschuldigung, ich gucke noch nebenbei. Wo habe ich das denn jetzt abgespeichert gehabt? Zu Games fällt mir ein. Da ist es. Zu Games fällt mir ein, dass zum Beispiel, ja, Gears of War, ja, dieses Xbox One-exklusive Spiel, ja, was ja immer Testosteron-Typen sind, ja, mit ihrer Kettensägenknarre und so, da ist jetzt bei, das heißt ja jetzt nur noch Gears 5, da ist auf dem Cover ist ein Mädel abgebildet. Da dachte ich mir so, okay, warum nicht?
Also das fand ich halt nur so ein bisschen verwunderlich, weil halt, wie gesagt, die anderen vier Teile halt immer, wir zerteilen euch in der Mitte und ja. Und dann, ja, ist da halt auf einmal ein, ich glaube, mit roten Haaren irgendwie so, relativ zierlich. Und dann GS5 steht auf dem Cover. Aber dann dachte ich mir so, okay, Hauptsache der Spielspaß ist derselbe. Aber ja, und dann zu diesen beiden Gruppierungen da, Third Wave und das andere, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich mich jetzt nicht eingelesen. Ich kann nur so viel sagen, dass sobald es ins Extreme geht, ist das nicht korrekt. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, der Tommy hat nämlich ein gutes Beispiel genannt. auch, ich denke, also ich hoffe, dass es auch ein übertriebenes Beispiel war oder ob das jetzt wirklich aus dieser Ecke kam mit Tomatenmark und Tomatenmaria. Ja, warum kann Mark nicht Maria heißen? Also das ist ja sowas von peinlich. Also wenn die das wirklich ernst meinen, wenn das in diese Richtung geht, auch mit Ampelmännchen und Ampelfrauchen, obwohl ich glaube, in irgendeiner Stadt habe ich mal in einer Reportage gesehen, dass es das wirklich gibt mit so einer Ampelfrau, aber das sind so Sachen, da kann man sich nicht irgendwie hochziehen, ja, das ist peinlich, meiner Meinung nach, und wie gesagt, also wenn das wirklich irgendwie so eine Organisation ist, die einen verteufelt, weil man da einen Pillemann und einen Baumeln hat, dann tun die mir einfach nur leid, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ich hatte mich da auch mit meiner Frau drüber unterhalten. Und da kamen ein paar coole Stichpunkte zusammen. Und ja, wie gesagt, es muss nichts aus Correctness gemacht werden, ja. Darüber hatten wir uns unterhalten und das wäre dann eigentlich Sexismus, obwohl es keiner ist. Und genau, das wäre dann, das würde dann auch so in die Richtung gehen, wenn man jetzt ein bisschen mit einer Einstellungssache da rangeht, man muss das nicht sagen, weil wenn man es sagt, dann macht man es dazu, ja. Man kann nicht sagen, ich habe nichts dagegen, aber das ist falsch, ja. Das ist einfach, dieses Spezifizieren ist einfach, das ist sinnlos. Und ja, was haben wir uns denn noch aufgeschrieben? Dass damals halt die Frauenbewegung und Gleichberechtigung noch ein aktuelleres Thema war. Da war man halt mittendrin und die Frauen durften nichts und deshalb hat man das gemacht, ja. Und deshalb kam zum Beispiel sowas wie die 7-Millionen-Dollar-Frau, ja. Ja, wer das vielleicht noch kennt, angefangen hat es mit der 6-Millionen-Dollar-Mann mit Lee Majors, ja. Lief jahrelang erfolgreich im Fernsehen. Dann wurde auch ab und zu, dann gab es so Einzelfilme und da wurde dann die Frau dann eingeführt, ja, die dann direkt mal 1 Million Euro, 1 Million Dollar teurer war, ja, aber auch krasse Fähigkeiten hatte und ja, und zu dieser Zeit musste man damals sowas machen, ja. Und ja, heute sind wir so gesehen in den letzten Zügen, was die Anpassung von Gehältern und Frauenquote geht. Und da muss man aber nicht übertreiben und dann sowas Dummes irgendwie in Filmen umsetzen. Und ja, als letzten Abschnitt hab ich mir dann noch aufgeschrieben, dass der Mensch halt ein Gewohnheitstier ist, ja. Der Mann arbeitet, die Frau bleibt beim Kind. Und deswegen ist die Frauenquote so gering, ja. Aber Frauen sind selber schuld. Wir wollen, dass die das Kind nicht beim Vater lassen nach der Geburt, also kann die Frauenquote niemals stattfinden, Ende aus. Und ja, wie gesagt, man muss es halt nicht in das irgendwie in Filmen widerspiegeln, ja. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, wo starke Frauencharaktere vorkommen.
Allen voran, da werden jetzt vielleicht einige mit den Augen rollen, war ja klar. Aber ich lese einfach mal ein paar vor, ja. Wonder Woman, Black Widow, auch wenn sie jetzt noch keinen Einzelfilm hat, aber es ist dennoch ein starker Charakter, ja. Dann hatten wir eben Charlie's Angels, ja. Ellen Ripley wurde ja schon in der einen Frage genannt. Dann, ich weiß jetzt nicht, wie sie im Film hieß, hier Sharon Stone in Basic Instinct, ja, Underworld sind starke Frauenfilme, wenn man so will, ja. Eden Lake, auch. The Descent, ja, da haben wir sogar einen ganzen Haufen voll Frauen. Und als letztes, auch wenn sie vielleicht sexistisch dargestellt wird, Barb Wire. Und so weiter und so weiter. Ja, also hier sind sämtliche, 70er, 80er, 90er, 2000er Sachen werden hier bedient. Ja, man muss einfach nur mal genauer hingucken. Und ich weiß nicht, wenn auch irgendwie andere Sachen jetzt irgendwie aktueller sind, wie zum Beispiel, jetzt ist ja auch irgendwie ganz aktuell, was ich ja eben gesagt habe, jetzt wird nochmal Charlie's Angels neu verfilmt, dann wird jetzt hier nochmal angekreidet, Ariel ist jetzt auf einmal schwarz, ja. Es ist mir doch scheißegal, ja. Von mir aus lasse gelb sein oder es ist doch kackegal, ja. Lass die Leute doch machen, wie sie wollen. Man muss das nicht immer alles ankreiden. Ich frage mich dann manchmal bei so einer Sache nur, warum trauen die Leute sich das nicht mal umgekehrt, ja? Warum macht doch mal nicht drei Engel für Charlie, sondern drei Erzengel für Charlie? Oder einen weißen Chef. Warum macht sowas denn keiner, ja? Also von daher, mir ist das einfach kackegal, ja? Es gibt einfach andere Sachen, wo man sich drüber erfreuen kann, wo man sich nicht drüber aufregen muss. Man muss alles nicht immer so bierernst nehmen, einfach mal ein bisschen lockerer durch die Hose atmen. Ob das jetzt alles so die Antworten waren auf die korrekte Frage, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall definitiv so verstanden. Und wenn sich da jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann ist es halt so, ja. Ich von meiner Seite aus bin fertig, ja. Wie gesagt, entschuldigt die ganze Zeit mein Husten. Es tut mir leid. Und also, lieber Tommy, vielen Dank fürs Taggen. Ich hoffe, dir haben die Antworten gefallen. Ich habe versucht, mich kurz zu halten. ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Und wie gesagt, vielen Dank. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt, ja. Und wie gesagt, es hat jetzt leider 2 Wochen gedauert. Da ist ein bisschen was passiert bei mir. Und egal. Auf jeden Fall, ich tagge jetzt noch zwei Leute, ja, und zwar zu einem, ein Mitglied aus der fucking Freaks-Gruppe, ja, ich nominiere den Hannes von Hannes TV und dann nominiere ich den Mike, ja, von dem Kanal Cybertronian Soldier. Also, ihr zwei seid hiermit getaggt und macht auf jeden Fall mit, es hat Spaß gemacht, waren richtig coole Fragen, Tommy, und macht es gut. Euer Moviepicker. Tschüss.